Die Pushing Limits Show wird präsentiert von Erdinger Alkoholfrei. Hep, there is no Planet B. Garmin. Castelli. Und Orca. Einen wunderschönen guten Morgen, würde ich ja fast sagen. Aus Riccione. Direkt am Anfang gelogen, ey. Ja, jetzt ist später Abend, aber da, wie man sieht, war es noch früher Morgen. Ab 7 Uhr war die Wechselzone auf und dann war da so ein bisschen reges Treiben. Die Profis sind da so nach und nach reingetrudelt. Haben wir jetzt ein bisschen Zeit drüber zu reden, weil da waren wir die ganze Zeit mit dabei. Haben dann mal so jedem auf die Finger geguckt, wie da der Check-in abläuft. Aber wir können ja auch noch ganz kurz sagen, dass wir heute einen Stargast haben. Nein, Stargast ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Frederik Funk hilft uns ein bisschen heute Abend bei der Moderation und so Insights ins Rennen zu geben, weil wir können natürlich von außen berichten, was wir da beobachten und so. Aber wenn einer mal berichtet, wie das da drinnen aussieht im Rennen, dann ist Freddy sicherlich der Richtige. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier direkt nach dem Rennen nochmal dich bei uns einzufinden und mitzuquatschen. Ja, hallo erstmal und ich freue mich dabei zu sein und ja, meine Kommentare zum Race heute in Regione abgeben zu können. Ist noch nicht ganz dein Part dran, sondern erstmal sehen wir den Check-in der Mädels. Die waren als erstes dran heute. Komischerweise waren fast alle Mädels eingecheckt, als die ersten Männer überhaupt kamen. Bis auf Michirela, der war schon wieder aus der Wechselzone raus, als wir überhaupt kamen. Um kurz nach, wann waren wir da? Kurz nach sieben? Wir waren um kurz nach sieben da herrschte ein nervöses Treiben, aber irgendwie verursacht nur durch Michi Räder, der da so ein bisschen rumgestochert ist und noch ein bisschen überlegt hat. Da kann man auch so in die Wechselzone kommen. Pablo Dapena, der Spanier, der letzte Woche noch Zweiter in Gran Canaria gewonnen ist, vor 2 Wochen, pardon, der ist da so halb verschlafen noch reingetrudelt heute Morgen und war nicht in schlechter Gesellschaft. Da waren einige Profis, die heute Morgen so ein bisschen gemütlich Ah, zum unterwegs Beispiel waren. der da. Zum Beispiel der da, Frederik Funk. Wie ist das eigentlich, wenn man da so morgens zum Check-in kommt? Ist man irgendwie nervös oder tatsächlich noch ein bisschen müde und verpennt und hat dadurch, dass man so eine Taper-Woche hinter sich hat, eher Startschwierigkeiten in den Tag? Ja, es geht eigentlich durch die Nervosität, ist man dann da eigentlich schon relativ wach und ja, Check-in ist dann irgendwie alles so Routine und die üblichen Handgriffe, wie man sieht. Aber klar, was ist trotzdem erst 8 Uhr oder 7:45 Uhr, als ich eingecheckt habe. Und ja, dementsprechend müde war ich schon auch noch ein bisschen, aber hatte auch schon ein paar Kaffee-Intus. Das kann nie schaden. Robuster hoffentlich. Ja, klar, 100%. Das ist sehr gut. Man sieht jetzt hier, dass du deine Socken da ganz präzise präparierst und noch Babypuder reinpackst. Das hat man nicht bei jedem Neben gesehen, sondern nur bei dir und Sebi Kienle. Hilft das schon jetzt in den Socken auch und in den Schuhen nochmal? Ja, ich glaube, es gibt schon nochmal so ein bisschen Hilfe. Man rutscht einfach ein bisschen leichter rein, vor allem wenn man irgendwie nasse oder schwitzige Füße hat. Also ich mache das schon immer so und ja, sonst hatte ich ja immer meine Wettkämpfe barfuß gemacht und aber jetzt mache ich es einfach in die Socken rein. Ich glaube, es funktioniert besser. Haben wir auch wieder was dazugelernt. Jetzt sehen wir noch Thomas Steger. Kommen wir nochmal so ein bisschen zum Starterfeld. Also Pablo Dapena haben wir gesehen. Fred Funk haben wir gesehen. Thomas Steger hier. Wer war noch am Start, Bocky? Einige, unter anderem Sebastian Kienle, der da anspaziert kommt als nächster. Peter Hemerick war noch dabei, Andy Böcherer. Dann hat man, glaube ich, so die deutsche Startfraktion erst zur Hälfte erwähnt. Da waren noch einige andere dabei. Aber ich glaube, du hast den Schnitt gemacht, du kannst es jetzt besser sagen. Wir müssen mal bei Sebi jetzt gleich beim Check-in ein bisschen besser hingucken, weil der hat noch so ein bisschen da ganz interessant rumgefummelt an seinem Rad. Das wird, glaube ich, gleich ganz interessant. Ja, der hat auch neu, nicht nur rumgefummelt am Rad, sondern auch was Neues angebaut. Man kann sich schon mal vorne den Lenker angucken. Diese integrierten Extensions, die kennt man schon. Aber Sebi hat noch weiter an seinem Trinksystem optimiert und hat, wie man gleich in einem Close-up, wenn er hier ausgepackt hat, sieht, zwei Schläuche dran. Wir haben aber ganz vergessen, ihn zu fragen, ob auch zwei verschiedene Getränke drin sind. Ja, das Hast müssen du das wir. gemacht? Auch Ich nicht. habe nicht, ich hab auch nicht probiert, muss ich sagen. Da müssen wir beim Machst du nächsten ja Mal sonst machen. immer, dass du eigentlich bei jedem nochmal kurz so, Interesse wer halber, hat Pina Colada, wer hat Bier, wer hat Wasser, so. Da Genau. sieht man es jetzt. Also er hat hier zwei Feuerschläuche zur Verfügung und hat gesagt, das ist wahrscheinlich das teuerste Trinksystem, was es auf der Welt gibt. Er sieht aus wie so eine Trägerflugmaschine, irgendwie so ein One-Piece-Ding, komplett verkleidet, auch von unten.
und Marke Eigenbau in Kombination mit dem Aero-Experten Lasse Ibert, der sich da, glaube ich, gerade wenn er sowas hat, da nicht lumpen lässt, irgendwie sich komplett mal auszutoben und dann in Kombination mit Sebi, glaube ich, genau den richtigen gefunden hat, der das auch noch mitmacht. Also das war auf jeden Fall mal ein Hingucker heute Morgen in der Wechselzone, der erste. Weil dann ging es ja auch direkt weiter da am Rad von Sebi. Der hat dann plötzlich nämlich einen Schraubenzieher rausgeholt. Der hat einen Schraubenzieher rausgeholt und der macht seinen Gummi, hat er uns dann noch erklärt, eigentlich da fest, wo normalerweise der Umwerfer hingehört am Fahrrad. Und schraubt den da so fest ein, damit er auch anständig reißt und nicht einfach nur irgendwo dann dranhängt und noch rumflattert. Also ja, da wird alles optimiert. Fred, würdest du... Wie bei Fred? Das Babypuder kommt zum Einsatz. Ja. Ich wollte aber gerade fragen, würdest du unterschreiben, wenn man sagt, Sebastian Kienle ist ein Freak? Ja, ich glaube, das sagt er selber über sich auch immer, dass er da sehr affin ist, was... Aerodynamik und die Physik drumherum angeht. Giulio Molinari, genau. Der hier eincheckt, die italienische Fraktion, die sich wie immer in Italien einiges vorgenommen hat und sich wahrscheinlich nicht lumpen lassen wird. Die Italiener, traditionell hattest du eben schon gesagt, Fred, bei den italienischen Rennen komischerweise immer super fit. Außerhalb nicht ganz so, also die nehmen das mit dem Nationalstolz echt ernst. Hattest du die auf der Rechnung? Ja, absolut. Also ich habe in den zweimal, als ich Riccione davor schon mitgemacht habe, schon die Erfahrung gemacht, dass Ceccarelli und Molinari hier bei dem Rennen einfach immer noch mal ganz anders abliefern als bei allen anderen Rennen. Und ja, wir werden sehen, wie es heute gelaufen ist. Genau, wir dürfen ja noch nicht, wo wir Andi Böcherer sehen beim Check-in, nicht zu viel vorwegnehmen. Da haben wir ja doch ein paar Kommentare letztes Mal bekommen, dass wir das Ergebnis schon vorweggenommen haben. Und auch, wir sollen die Spannung hochhalten. Wir sollen die Spannung hochhalten. Sebi auch, der baut hier seinen Wechselturm auch ganz akkurat auf. Also die Gemeinsamkeit habt ihr auf jeden Fall. Beide wissen genau, wo was genau liegen muss. Gerade haben wir noch Andi Böcherer gesehen. Die beiden haben sich dann auch noch beraten, weil keiner wusste so richtig, wie sind eigentlich die Wege? Wo kommt man rein? Wo läuft man raus? Wo kommt man mit dem Rad dann wieder rein? Wie sind die Wege in der Wechselzone? Da herrschte allgemeine Unsicherheit. Sebi und Andi haben sich da so ein bisschen besprochen. Fred, war dir alles klar, als es losging? Ich wusste auch nur deswegen, also auch nur von den Jahren vorher. Also es war eigentlich genauso wie vorher auch. Und ja, das ist eine sehr lange Wechselzone mit weiten Wechselwegen. Das sehen wir gleich sicherlich auch noch. Und jetzt sind wir am Strand. Besonderheit von diesem Rennen, Nick? Ja, Besonderheit, Rolling Start bei den Profis das erste Mal. Die Profis wurden alle namentlich erstmal vorgestellt, aufgerufen oder ins Mikrofon geschrien in Italien. Also die Lautstärke bei den Italienern immer aufs Max aufgedreht. Ich höre dich so schlecht, Nick. Muss ich sagen, hat mir gefallen heute Morgen. Also das war so richtig Race-Feeling wieder, wenn jeder vorgestellt wird. Das war schon geil. Ein Motivationssong nach dem anderen rausgeknallt auf wirklich maximaler Lautstärke. Das war schon wirklich genauso, wie man es braucht, morgens am Start um Gänsehaut zu bekommen, das erste Mal am Tag. Ich habe noch eine Frage, Fred. Wie war es für dich jetzt vom Gefühl her Rolling Star das erste Mal? Irgendwie ja für einen Profi dann auch was Besonderes und man weiß nie genau, ist der jetzt vor, hinter oder mit mir gestartet? Wie bist du oder was waren die Gedanken vorher, die du hattest vom Start? Ja, als ich die Info bekommen habe, dachte ich erstmal, oh nee. Aber als ich dann überlegt habe, eigentlich starten ja die Favoriten, dadurch, dass 5 Leute gleichzeitig starten, alle 10 Sekunden, starten ja dann doch die Favoriten irgendwie innerhalb von 20, 30 Sekunden. Und bei der Mitteldistanz kommt es am Ende dann ja nicht auf die Sekunden an, oder meistens zumindest nicht. Und dementsprechend habe ich das dann in Kauf genommen und mir da keine großen Gedanken mehr drüber gemacht. Jetzt sieht man auch direkt den ersten Start. Sebi Kienle mit der Startnummer 1 war in der ersten von, wie viel müssen wir mal nachdenken, wie viele Startwellen dann ins Rennen gegangen sind? 5 bis 8. Waren auf jeden Fall immer 5 dabei. Fred, dann kamst du mit der Startwelle und hast dann gesagt, gerade hier unter uns, weil den Sebi, den hatte ich schon nach 50 Metern wieder eingeholt. Was war denn da los? Ihr seid relativ lange reingelaufen mit Delfinsprüngen und so. Das ist relativ flaches Gewässer gewesen, wie das aussah. Ja, es war immer, man konnte hier so ein paar Delfinsprünge machen am Anfang und dann musste man ein paar Züge schwimmen, weil es wieder tiefer wurde. Und dann kam wieder so eine Sandbank, wo man wieder so ein paar Delfinsprünge machen konnte. Und ich hatte einen ganz guten Start erwischt und kam auch richtig gut weg. Und ja, 50 Meter waren es wahrscheinlich nicht, aber ich glaube 100 auf jeden Fall. Das ist schon ein spezielles Bild. Es ist irgendwie ungewohnt. Ich wusste jetzt auch nicht so richtig, was damit anzufangen heute Morgen, weil ich mag das eigentlich schon. So diesen Massenstart und alle prügeln da rein und das Wasser fliegt in alle Richtungen und es schäumt so. Aber das war auch Konsens unter allen Beteiligten. Ja, ist jetzt vielleicht nicht so perfekt.
Aber ist am Ende des Tages auch wirklich komplett egal, solange wir hier ein Rennen machen können. Absolut, es war ja jetzt nur wegen Gesundheitsbehörden in Italien, dass das Rennen überhaupt stattfinden kann, und besser so, als dass es gar nicht stattfindet. Das Einzige, was jetzt blöd ist, du kannst jetzt nicht sagen, die vorne sind, sind auch vorne und sind die schnellsten Schwimmer. Das heißt, du siehst da überhaupt nicht, wer ist jetzt vorne. Das fand ich in Gran Canaria so geil, dass du sofort siehst, okay, Frodo gibt Gas, der Salvesberg war dabei. Jetzt wusstest du, okay, das sind die ersten fünf da vorne, danach kommen die mit 5 Sekunden Abstand, aber man hat auch nicht sowas. Ja, jetzt sieht man es hier gut mit der Sandbank, wo ihr die Delfinsprünge gemacht habt. Eine Besonderheit vielleicht noch als Ergänzung für die, die das Race-Video von der Challenge Gran Canaria gesehen haben. Da hatten wir ein paar mehr Schwimmbilder zur Verfügung, weil 2 Runden geschwommen wurden mit Landgang. Das hat das ein bisschen interaktiver gestaltet, so die Bilder, die wir hatten. Und wir waren irgendwie näher dran, weil die fast an Land quasi vorbei zurückgeschwommen sind. Hier waren wir nur auf dem Strand und die sind eine Runde geschwommen, 1,9 Kilometer, 200 Meter raus aufs Meer, dann eine Linkskurve 90 Grad. Und dann war so ein L quasi geschwommen und dann so eine finale Rechtskurve zurück, 300 Meter gerade zurück zum Strand. Fred, Schwimmen im Meer, welche Herausforderungen birgt das, oder ist das eigentlich so das Leichteste, was es gibt? Also wie man sieht, waren die Bedingungen für Regione-Verhältnisse wirklich sehr, sehr einfach. Also es waren kaum Wellen und dementsprechend hat sich das Schwimmen auch angefühlt wie in einem See. Später habe ich dann mal meine, also Schwimmen analysiert, ich habe es mit der Uhr aufgezeichnet, und die Strömung war allerdings doch ziemlich stark, weil wir sind dann quasi nach der ersten Boje erstmal nach links geschwommen, da waren wir richtig schnell unterwegs, aber sind wir nicht langsamer geworden, aber haben dann drüben quasi die 700 Meter in die andere Richtung dann doch nochmal, also waren wir, glaube ich, fast 10 Sekunden pro 100 Meter langsamer, wo es eigentlich genauso hart war. Jetzt sieht man hier die Frauen, wie sie starten. Das waren ein paar weniger, das waren glaube ich nur 4 Wellen, und eine hatte die A-Karte gezogen, musste ganz alleine hinterher gleich. Das ist richtig. Genau, das war glaube ich die 4. Es gab dann 3 Wellen und die war dann drin. Und genau, also da war es so, dass die da auch genauso Wellenstart hatten. 5 Minuten später sind glaube ich die Frauen gestartet. Hier war jetzt gerade noch mal kurz die Putzfrau an der Tür und dann gefragt, ob wir Handtücher brauchen. Ja, ob wir Schokolade haben wollen. Ach, Schokolade, Nachtisch noch. Ja, okay. Warum hast du keine Schokolade? Ich bin hier konzentriert bei der Arbeit. Wir waren beim Frauenrennen gerade. Das hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht. Genau, die Frauen sind auch im Wasser. Ich wollte fragen, ob die 5 Minuten nach den Männern gestartet sind. Ja, ja. Exakt. Du hast ja da die Splits. Übrigens, der erste Start des Tages war nicht die Profi-Männer, sondern ein Paratriathlet. Der ist noch, ich glaube, 3 Minuten oder 5 Minuten auch vor den Profi-Männern ins Rennen geschickt worden. Und hat dann, glaube ich, sogar als einziger Paratriathlet hier bei der Challenge Regione mitgemacht. Ja. Also dann auch gewonnen. Und das ist der Blick auf die letzte Boje, quasi die letzte Wende zurück Richtung Strand. Wenn ich mich nicht. Ja, ist richtig. Gucke. Also die ersten Männer kommen zurück. Wie war das? Hattest du einen Überblick, wer in welcher Gruppe war irgendwo und wo du jetzt ungefähr dich aufhältst in dem Feld, oder wusstest du überhaupt nicht und einfach All-Out schwimmen und da, wo du bist, bist du halt? Ja, ich wusste, die 5 Leute, die vor mir gestartet sind, da hatte ich dann Kienle und Steger eingeholt. Dementsprechend war dann noch Dapena, Molinari und Cicciarelli vorne. Ich bin mit Hemerick nach vorne geschwommen, das heißt, wir waren zu 5 vorne in der Gruppe bis zur letzten Boje, wo ich dann leider ein bisschen abreißen habe lassen, und ich wusste jetzt nicht, wer hinter mir ist, aber ich wusste, dass vor mir quasi so eine Vierergruppe ist und ich dann dahinter auf Position 5. Spielen 10 Sekunden überhaupt eine Rolle in so einem Rennen, oder ist das so ein winziger Zeitpuffer, Booster, den man irgendwie entweder auf der Haben-Seite hat oder auch nicht? Dass man daran gar nicht denkt? Ich habe jetzt im Rennen gar nicht daran gedacht. Also wir sind die 10 Sekunden, dann bin ich mit Hemerick dann innerhalb der ersten 500, 600 Meter zugeschwommen. Dementsprechend hart fand ich es auch, deshalb musste ich am Ende dann eben ein bisschen abreißen lassen. Aber das war wahrscheinlich der einzige Aspekt, den die 10 Sekunden irgendwie ausgemacht haben. Einer, der damit geliebäugelt hat, dass ihm dieser Rolling Start vielleicht sogar in die Karten kommt, war ja vor dem Rennen Sebi. Der meinte, das muss jetzt gar nicht für ihn unbedingt ein Nachteil sein, dass er in dieser ersten Welle dann losschwimmt, sondern dann so nach und nach irgendwie aufgeschwommen wird und immer so mitgezogen wird. Aber hier sind wir dann irgendwie zurück an Land, und da hat man dann relativ lange auf Sebi gewartet.
Und jetzt beginnt nämlich auch der lange Weg über den Schrand bis in die Wechselzone. Ich würde mal sagen, es war vom Ausstieg Wasser bis ihr am Rad wart ein guter Kilometer. Ja, es waren 850 Meter, exakt, bis Radaufstieg. Ja, Wechselzone sehen wir jetzt hier. Wir kriegen gleich auch nochmal kurz die Splits hier eingeblendet, die Top 10. Fred läuft raus, Andi Böcherer läuft raus, Michi Rählert war noch dabei in eurer Gruppe, Sebi dann dahinter. Ist Bocki hinterher gesprintet, um den Wechsel zu filmen. Wusstet ihr, dass Sebi so weit dahinter ist oder habt ihr irgendwie gedacht, der kommt irgendwann oder machst du dir da gar keine Gedanken zu? Also erstmal mache ich mir da keine Gedanken, aber man sieht es dann spätestens beim Radfahren an den Wendepunkten. Klar weiß man es dann nicht genau, wie viel es in Minuten oder Sekunden ist, aber irgendwann hat uns auch mal einer zugerufen, irgendwie 2,5 Minuten oder sowas beim Rad, das war schon nach einer Radrunde oder so. Aber sonst habe ich das nicht wirklich mitbekommen. Lass uns kurz auf die Zwischenzeiten gucken. Peter hatte die schnellste Schwimmzeit mit 27,52, dann kam Dapena, Cecciarelli, der auch ein richtig starkes Rennen dann im weiteren Verlauf gezeigt hat, Molinari, Davis, Balaschoke, Greg Barnaby, Michael Rählert, Neveu, Baptiste, Frederik Funk, Andi Böcherer, Julian Erhard, Sebastian Kiene auf Platz 28 mit 3 Minuten oder knapp über 3 Minuten Rückstand zurück. Das ist ja irgendwie gewohnt, so einen Rückstand zu haben, allerdings eher auf der Langdistanz. Ne? Also auf der Mitteldistanz hat Sebi selten 3 Minuten, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, ich fand das Schwimmen vorne war schon heute auch, dadurch, dass das Wasser so ruhig war, irgendwie extrem schnell und hart. Also ich hatte eigentlich einen ziemlich guten Schwimmtag erwischt, aber konnte die Gruppe dann trotzdem nicht ganz am Ende halten. Bei den Frauen in der Wechselzone kam so eine Dreierspitzengruppe angerannt. Da Sarissa de Vries wieder mit vorne dabei. Die haben wir in Gran Canaria auch schon vorne gesehen mit einem richtig starken Schwimmen. Und als Fünfte ist dann Caro Lehrieder hinterher gesprungen sozusagen, die auch in der ersten Startwelle mit dabei war. Ja, Sarissa de Vries hatten wir jetzt auf jeden Fall mehr auf dem Schirm als noch in Gran Canaria, wo ich auf dem Motorrad sie auf einmal hinter Lisa Nordén gefunden habe und dachte, wer ist denn das? Und war uns überhaupt nicht so bekannt. Und ja, die hatten, kann man auch schon mal vorwegnehmen, unfassbar starkes Rennen gemacht. Ist uns auch schon aufgefallen, haben wir auch drüber geredet, das ist eine Athletin, die hat so gut wie keine Sponsoren auf dem Trikot. Die hat irgendwie 3 Sponsoren auf dem Hosenbein und das war es auch. Ich habe das Gefühl, das ändert sich bald. Es wär ihr zu wünschen, also verdient wäre es allemal. Caro Lehrieder sehen, die hier aus der Wechselzone rausrennt und da Lena Berlinger und genau. Lisa Marie Dornauer im Duett sozusagen, im Team-Duett, beide fürs Skinfeed Racing Team am Start. Und da müsste gleich dann auch der Blick aufs Tableau kommen sozusagen, mit den Zwischenzeiten der Top 10, richtig? Wenn ich mich richtig erinnere, wie ich es geschnitten habe, müsste es jetzt nach den beiden kommen. sobald die beiden rausrennen, dann kannst du kurz die Top 10 uns bitte mitteilen und über die Zeiten reden. Das funktioniert ja einfach bei dir und mir, Nick. Ein gutes Gefühl. Oh, ich habe mich vertan. Laura Zimmermann. Laura Zimmermann kommt noch. Die hätte ich fast vergessen. Die hat einen Blitzwechsel hingelegt, allerdings so schnell gewechselt, dass dann auch ein kleines Fauxpas passiert ist. Das sehen wir jetzt sicherlich auch. Dir ist das dann aufgefallen, du hast dann kurz auf Pause gedrückt beim Editieren und meintest so, ach, guck mal, wie die Startnummer steht. Und dann habe ich gesagt, ja, Nick, warte mal einen Moment. Das ändert sich nämlich gleich noch. Aber ich glaube, hast du das mitbekommen? Das war, glaube ich, ein Kampfrichter, der sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie es umändern muss. Das war generell auch so in Italien. Beim Check-in mussten schon alle Männer die Schuhe auf die linke Seite des Fahrrads machen und ein paar mussten umbauen. Also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Italy-only. Also ein paar Besonderheiten gibt es dann doch. Aber jetzt, komm, gib mir die Zwischenzeiten. Schnellste Schwimmerin, Ilaria Sané. India Lee war die zweitschnellste Schwimmerin. Dann kam Sarissa als Dritte, Caro Lehrieder als Sechste raus, Lena Berlinger mit der 8. Schwimmzeit, Lisa Marie Dornauer aus Österreich als 9. raus und Laura Zimmermann auf dem 16. Platz mit 6 Minuten 44 Rückstand nach der ersten Disziplin. Die hatte uns dann im Ziel später verraten, dass sie das Gefühl hatte, dass das Schwimmen tendenziell etwas zu lang gewesen wäre, weil eben zum Beispiel Sarissa um die 30 Minuten geschwommen ist, die in Gran Canaria wahnsinnig viel schneller geschwommen ist. Aber haben wir ja gerade gehört, das hat dann vielleicht eher was mit der Strömung oder sowas zu tun. Ja, also es war auch 100 Meter zu lang und die Zeiten, die Splitzeiten waren jetzt auch mit Wechsel. Inklusive Wechsel. Eingang-Wechselzone war das, glaube ich. Ja, die 200 Meter Wechselzone, die in der Ausschreibung stand, genau. Die irgendwie 850 war. Wir sind hier in der ersten Männergruppe. Giulio Molinari sehen wir im Bild, der
so ein kleines Löchlein hat zur Gruppe da vorne und immer auf den ersten Kilometern rangefahren ist und wieder weggebrochen ist. Pablo Dapena in der Gruppe mit drin und Peter Hemerick, der hier sofort von Anfang an das Herz in die Hand nimmt und vorne aufs Gas drückt. Fred, wie sortiert sich so ein Rennen? Also ihr steigt alle aufs Rad, seid damit beschäftigt, in die Schuhe zu kommen, und wie sehen dann die ersten Kilometer bei euch aus in so einem Rennen? Ja, das war jetzt vielleicht auch noch so ein Vorteil vom Rolling Start, dass es hat sich da nochmal ein bisschen entzerrt und dementsprechend war dann nicht so ein Chaos am Anfang und hat sich eigentlich relativ einfach sortiert, haben sich kleine Grüppchen gebildet, wie jetzt hier vorne eben die Top-Schwimmer. Genau, war eine Vierergruppe, Ciccarelli eben noch mit dabei und kurz dahinter waren dann mehrere Gruppen, wie du gerade schon beschrieben hast, dass es ein bisschen entzerrt hat und es ein paar Mini-Grüppchen gab, die sich dann aber im Verlauf des Rennens noch wild durcheinander gewürfelt haben, wie wir nachher noch sehen. Aber hier schöne Aufnahmen von Peter Hemerick, erstmal ging es entlang der Küstenstraße. Und uns wurde im Vorfeld gesagt, das ist die schlimmste Straße überhaupt, aber die wurde anscheinend neu asphaltiert und war eigentlich ganz gut in Ordnung. Oder, ich meine, du kennst das Rennen ja, haben sie was neu gemacht oder war es so wie immer? Ja, also ich weiß es gar nicht mehr, wie die Straße früher war, aber da war der Asphalt auch echt richtig gut. Eigentlich insgesamt war der Asphalt richtig gut. Es waren halt eben trotzdem einige Speedbumps und Schlaglöcher halt noch, abgesehen von dem guten Asphalt. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, über das Radfahren zu sprechen. Knapp 92 Kilometer waren das hier. Es gab diesen Zubringer über 10 Kilometer, dann seid ihr zwei Runden gefahren und dann wieder zurück. Erklär uns doch mal ein bisschen über die Strecke. Also was erwartet uns jetzt hier, wenn wir euch beim Radfahren sehen? Erzähl mal ein bisschen nicht nur zum Straßenbelag und zu den Verhältnissen, sondern auch technischer Anspruch, Profil und so weiter, was halt interessant ist. Ja, genau. Jetzt hier ist man gerade auf dem Zubringer unterwegs. Das geht eben erstmal knappe 5 Kilometer an der Küste entlang und dann so ein bisschen auf, ab und einige Kurven und Kreisverkehre, bis die Runde dann auch losgeht. Hier auf der Straße waren dann noch einige Speedbumps, wo man bei manchen auf 10 cm Breite rechts, hier wie man sieht, Molinari springt drüber. Manchmal konnte man auch rechts vorbeifahren, aber nicht bei allen. Und ja, das ist jetzt glaube ich schon auf der Runde, Anfang der Runde. Da geht es dann erstmal auch technisch oder ja gut, je nachdem wie man drauf ist, technisch auf dem Rad, durch so ein paar Ortschaften durch, eigentlich die ganze Zeit so wenig wellig, aber eigentlich noch hauptsächlich flach, bis dann später mal so ein längerer Anstieg kommt. Also ich kann dir sagen, es ist technisch, weil mein Mopedfahrer, jetzt sind wir die zweite Gruppe, nur kurz, dass wir wissen, wer es ist, das ist jetzt eben Michi Rehlert, Andi Böcherer und Fred Funk gewesen, die jetzt da hinter den Ersten hinterher preschen. Mein Motorradfahrer, der war auch sportlich unterwegs und wir haben auch auf diesem Zubringer in diesen technischen Passagen ist direkt das erste Mal die Fußraste auf dem Boden aufgesetzt und ich habe ihm dann irgendwie nur zugeschrien, ey, safety first. Also der ist da genauso in die Kurven gehämmert wie ihr. Ich dachte, ihr seid auf so einer Bodenwelle aufgesetzt. Dann hätte ich gesagt, das liegt daran, dass ihr... Nee, in der Kurve war es. Okay, ja gut. Da sehen wir Fred. Und dann schon mal, ich weiß nicht, ob das jetzt vorweggegriffen ist, aber das kann jetzt nicht allzu weit noch sein oder noch allzu lange dauern, weil dir ist ein Malheur passiert. Ja, wie man hier schon sieht, hinten der Flaschenhalter ist leer. Da habe ich bereits auf den ersten 10 Kilometer bei einem der Speedbumps, die man vorhin gesehen hat, meine Wasserflasche verloren. Also da war nur Wasser drin, aber da ja wegen Corona es keine richtigen Verpflegungsstationen beim Radfahren gibt, wollte ich eben eigentlich alles dabei haben und auch eben Wasser, wo ich dann vorne auffüllen kann. Das heißt, es gab keine Verpflegungsstelle beim Radfahren oder nur so provisorisch? Eine gab es, aber da gab es nur Plastikflaschen mit Drehdeckel, die du dann irgendwie umfüllen konntest oder sonst irgendwas. Ja, da sieht man nachher noch, fahren wir nochmal vorbei. Ja. Und man hätte dafür stehen bleiben müssen. Ja, das ist natürlich dann ein gutes Argument, die mitzunehmen. Da sehen wir Andi Böcherer, der auch ordentlich draufgehackt ist. Wie war die Dynamik bei euch auf dem Rad? Also ich meine, das ist immer schön zu sehen. Man sieht auch, wer richtig ackert und wie man in die Pedale tritt. Aber wenn wir jetzt schon die Chance haben, mit dir darüber zu sprechen, in der Gruppe gibt es da Absprachen, gibt man sich Zeichen, fahr du mal vor, ich will hier nicht die ganze Arbeit vorne machen. Wir haben schon bei Instagram bei dir gelesen, du hast da schon relativ viel Effort reingelegt und auch trotz
der verlorenen Verpflegung irgendwie Gas gegeben. Mich rädert war auch laut Tracker immer mit vorne dabei. Aber wie war es denn tatsächlich bei euch auch gerade in der Gruppe? Ja, also wir waren am Anfang, waren wir noch zu fünft. Eben Micha, Andi, ich, Tom Davis und Rudy Wild. Tom Davis und Rudy Wild haben wir dann eigentlich relativ zügig abgehängt und sind dann zu dritt nach vorne geprescht, sag ich mal. Haben die so, ich glaube, 30 Sekunden Rückstand hatten wir auf die Führungsgruppe, die wir da dann innerhalb der ersten 20 Kilometern relativ konstant zugefahren sind. Micha hatte immer, war dann irgendwie auf einmal doch mal ein weites, ganzes Stück weiter vorne. Ich unterbreche kurz, das passiert jetzt gleich gerade. Also genau zu dem Zeitpunkt, wo ich bei euch war, ist er weggefahren. Da habe ich schon gedacht, der will da alleine jetzt mit aller Gewalt zur Brücke, zur ersten Gruppe hin preschen. Und ja, ihr zwei war dann eine kurze Zeit alleine. Alles für die Kamera. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau, und dann bin ich da dann eigentlich, ich glaube, da war dann Andi auf der Straße dann wahrscheinlich hinter mir gerade. Und ja. Ja, und dann sind wir da quasi vorne. Dann waren wir am Ende alle drei vorne in der Führungsgruppe, nach 20 Kilometern ungefähr. Ich glaube, zu Rudi Wild, hast du noch eine ergänzende Info, Nick? Ja, genau, der kommt jetzt auch, weil jetzt kommt die nächste Gruppe, okay, in der auch Rudi sitzt. Da fährt er durchs Bild und kommt jetzt hier am Ende rein. Dem ist, ich weiß gar nicht, auf der zweiten Runde irgendwann die Kette runtergeflogen beim Schaltmanöver mit voller Last und hat sich dann schön in den Rahmen reingefressen und dadurch war er dann leider raus. Hat dann aber im Ziel auch direkt schon verkündet, okay, nächstes Ziel, St. Pölten, 2 Wochen, ist nicht so weit hin. Da wird wieder Gas gegeben und er ist auf jeden Fall heiß. Schade eigentlich, weil für ihn wäre das ein Rennen gewesen. Als super starker Läufer in Cancun war er genau, richtig erfolgreich mit dem zweiten Platz und letzte Woche erst. Und das wäre vom Anspruch des Rennens was gewesen, was ihm sicherlich entgegengekommen wäre. Und kann man auch schon mal gleich hier nach denen kommt noch eine Gruppe mit Sebi Kienle und Thomas Steger. Und die Gruppe um die beiden ist dann auf diese Gruppe, die wir jetzt sehen, um Rudi Wild aufgefahren. Das heißt, er war da in der Gruppe mit Sebi Kienle und Thomas Steger, also auch guten Läufern. Und da hätte er sicherlich auch noch ein Wörtchen mitreden können oder hätte mit einem guten Lauf auch noch ein paar Plätze gut machen können. Ich muss einfach mal ganz generell sagen, wie schön das ist, Triathleten mit Startnummer bei Sonnenschein einfach zuzugucken. Ne? Unabhängig davon, dass das jetzt ein Rennen ist und dass das jetzt Rudi ist, der leider nicht ins Ziel gekommen ist, das ist einfach richtig schön, wieder so Triathlon-Wettkampfsport zu sehen und auch mit so etwas ruhigeren, beruhigten Bildern als noch auf Gran Canaria, wo es ja irgendwie echt ein bisschen eng war, ein bisschen das kommt noch voller war. Aber jetzt kann man das halt genießen, das mal zu sehen irgendwie. Ne? Und die Landschaft ist natürlich auch einfach grandios hier und sieht richtig, richtig gut aus. Thomas Davies sieht man jetzt hier im Bild. Da habe ich jetzt gerade gleich nochmal rechts auf den Sattel gezoomt. Ich glaube, das waren noch so die Rückstände von Gran Canaria, wo der Sattel auf der Straße liegen geblieben ist. Der sitzt einfach auch gut auf dem Rad, ne? Das ist eine 1A-Sitzposition, wenn man so sieht, wie der Helm da abschließt. Fred, da ist uns bei dir aufgefallen, mit dem Helm, da ist eine größere Lücke. Ist das gewollt oder ist das noch irgendwie eine Aufgabe auf der To-Do-Liste? Oder sagst du, nee, ist alles genauso, wie es sein muss? Ja, ich hoffe, jetzt ist dann, also Ecol bringt einen neuen Helm raus jetzt im Mai. Und der sollte dann auf jeden Fall besser passen. Ist ja auch immer so ein bisschen abhängig, ne? von der Position und geil, wenn der Sponsor dann irgendwie auch 2 oder 3 verschiedene Modelle im Sortiment hat, dass die zur individuellen Position passt, weil am Ende des Tages, ich meine, wenn man jetzt hier sieht, jeder, das hat Sebi auch im Zielinterview noch gesagt, er hat halt da auch nicht mehr die riesen Vorteile wie früher, wo er schon an der Aerodynamik geschraubt hat, sondern da ist jetzt jeder einfach auch auf einem krassen Level. Und wenn man sich das anguckt, wie die Jungs alle auf dem Rad sitzen und die Mädels genauso und welches Material die fahren, ja, da ist halt einfach kein Riesenunterschied mehr da. Jetzt holt mich doch mal ganz kurz ab, ihr wart beide mit dabei, ne? Also Fred auf dem Fahrrad, du auf dem Moped, wo sind wir denn jetzt gerade hier im Rennen? Wir sind jetzt kurz vorm ersten Anstieg, wo es hochgeht, Richtung ersten Wendepunkt hinten. Und das ist jetzt die Gruppe, die 4. Gruppe um Thomas Steger und Sebi Kienle, die dann im weiteren Verlauf, habe ich leider nicht gefilmt, deswegen kann ich schon vorwegnehmen, auf die 3. Gruppe auffährt. Und zwar kurz nach dem 2. Wendepunkt, also nachdem es hochgeht und nach der Abfahrt haben sie ihn irgendwo kurz danach bekommen. Und da ist die Gruppe dann zusammengelaufen, genau. Wenn wir kurz vor dem Anstieg sind, was ist das für ein Anstieg, Fred? Ist der irgendwie super anspruchsvoll, ist der super lang oder was war das für ein Ding?
Ja, es sind glaube ich so 7% Steigung und im Rennen fährt man da jetzt so 5,5 Minuten hoch bei den Männern. Aber dadurch, dass er eben so genau in dieser Länge ist, ist er dementsprechend anspruchsvoll und da steht dann schon die 4 vorne teilweise bei den Watt. So wie das halt sein muss. Eine kleine 4 oder eine große 4? Ja, eine ganz große 4. sieht man jetzt auch gleich, super interessant, also ich hatte ja das wirklich perfekt getimt, dass ich jetzt in dieser Gruppe auch war, weil, das hat der Thomas Steger im Ziel auch verraten, man wird es auf den Bildern auch gleich sehen in den nächsten Minuten, der hat berghoch erstmal direkt eine Attacke gesetzt. Und das taktisches Mittel. Das ist für ihn ein taktisches Mittel, was er anscheinend häufiger spielt, weil er weiß, dass er nicht der stärkste Abfahrer ist. Und natürlich, wenn man weiß, Sebi Kienle ist in der Gruppe und den will ich nicht verlieren, sondern den will ich als Zugpferd hier irgendwie weiter behalten, dass er mich möglichst weit nach vorne fährt oder die Gruppe, in der ich bin, ja, dann muss man alle Karten spielen, weil man sieht nachher auch den Unterschied. Thomas hatte ich gefilmt in der Abfahrt und wir sind dann einmal kurz ein bisschen rangeschert, weil die Gruppe wieder aufgefahren ist und dann schießt Sebi vorbei. Das sage ich jetzt schon mal, weil man es gar nicht so schnell kommentieren kann, wer gleich vorbei ballert. Und ich würde es noch ganz kurz gerne einordnen, was du gesagt hast mit diesem Mitnehmen und mit dieser Dynamik, die Sebastian Kienle auf dem Rad auslöst in so einer Radgruppe. So wie sie das aussieht, war das ein ziemlich faires Radrennen. Also wir hatten es bei einem Zielinterview gesagt, es gab keine Referees irgendwie auf der Strecke. Doch, in der Gruppe um Fred, sieht man nachher noch, war komplett die ganze Zeit ein Referee dabei. Ich weiß nicht, ob ich es reingeschnitten hat. Irgendwo war auch mal Michi Rehler, der dann den Referee wild gestikulierend zu sich gerufen hat. Ich weiß aber nicht, was er da hatte, hätte ich eigentlich mal fragen können. Aber da, die Gruppe war wirklich komplett Referee dabei. Und ich muss aber sagen, in jeder Gruppe, wo ich war, Ladies und bei den Männern, super fair gefahren worden. Cool. Aber war in Gran Canaria auch so. Klar, berghoch ist es zusammengerollt. Dann gibt es auch wieder Kommentare, ja, berghoch waren es aber keine 15 Meter. Ja, geht halt nicht, wenn es so zusammenrollt. Jetzt sind wir hier im Anstieg drin, wo wir eben von gesprochen haben. Überall wurde wirklich fair gefahren. Wo war das an? Also, was ich gesehen habe. Und da ist, glaube ich, die angesprochene Attacke. Da ist Sebi ist aus dem Sattel. Und wenn Sebi aus dem Sattel ist, dann passiert ja schon irgendwie relativ viel da unten auf der Kurbel, auf der Kette. Und wenn dann Thomas Steger da so vorbeistochert, dann sieht das aus, als würde nochmal irgendwie ein paar 100 Watt mehr fahren. Fred, du hast auch schon Rennen mit Thomas Steger gemacht. Warst du schon mal mit dem zusammen auf dem Rad auch unterwegs? Sonst kannst du uns ein bisschen berichten, wie unangenehm der auf so einer Strecke sein kann. Bei meiner allerersten Mitteldistanz bin ich mit ihm Rad gefahren. Es war auch in Riccione, damals noch eine andere Strecke, wo es einen ganz langen Anstieg hochging und da wieder runter. Einfach nur 90 Kilometer hin und zurück. Und da war es eben auch so, also da bin ich bergauf auch über 400 Watt gefahren und der ist mir einfach davon gefahren. Und ja, dann habe ich ihn bergab dann wieder geholt. Man sieht es auch jetzt, eher schon um die Kurve rum, hat da schon ein paar Meter, das sieht ja so aus wie 20 Meter. Es geht jetzt noch 3 Kehren weiter hoch und es kommt gleich nochmal ein Umschnitt und dann hat er wirklich gefühlt schon eine Minute rausgefahren. Wahnsinn, ja. Also der hat da... Die hat er aber auch gebraucht, weil es tatsächlich so war, dass er sich nicht absetzen konnte von dieser Gruppe, ne? Nee. Also, bergunter konnte er sich nicht absetzen. muss man einfach so sagen. Aber ich fand es total geil, dass er es auch so im Ziel direkt als taktisches Mittel uns erklärt hat, wo ich ihn gefragt hatte und wo er auch total offen war. Eine Sache noch bei ihm ist, das hat er gesagt, bei einem auch dieser ersten Speedbumps, wo du wahrscheinlich eine Flasche verloren hast, meinte, da ist ihm direkt so ein bisschen der Lenker runtergerutscht. Wahrscheinlich war er deswegen auch nochmal extra vorsichtig. Also wenn du eh nicht weißt oder von dir weißt, du bist nicht der beste Abfahrer, und dann rutscht noch irgendwie der Lenker in so einem Speedbump runter, dann hast du natürlich auch nicht so das richtige Vertrauen, dass da jetzt alles hält. Und wie schnell war dir deine Abfahrt, weißt du das? Hast du wahrscheinlich nicht auf den Tacho geguckt? Also maximale Geschwindigkeit hatte ich, glaube ich, knapp über 70, aber das war jetzt nicht so eine Hochgeschwindigkeitsabfahrt, sondern eher eine sehr technisch anspruchsvolle. Dadurch, dass man da dann eben auf der einen Seite hochgefahren ist und auf der anderen Seite runter, hatte man halt auch nicht die ganze Straße. Genau, da vorne oder nach der Kurve, die gleich kommt, wenn Sebi links abbiegt, kommen auch schon die ersten runter. Das war so eine Art, ja nicht ein 90 Grad Wendepunkt, aber man ist einmal so im Block gefahren und dann wieder runter, um dann nach rechts abzubiegen, um zum nächsten Wendepunkt zu kommen. Und da lag dann auch die Zeitmessmatte, dass wir da gleich mal auf die, also wir sind immer noch auf der ersten Runde, zu den Zwischenzeiten kommen, da kommen die ersten runter. Das war es, glaube ich, sogar du. Zack, vorbeigeballert. Wollen wir schon mal durchgehen? Ich kann ja mal, das war der Job, den ich hatte. Wie gesagt, ich war ja die ganze Zeit am Strand, während wir hier unterwegs waren. Sorry, dass ich unterbreche. Das ist jetzt nochmal die angesprochene Abfahrt. Ist das jetzt nochmal? Also
wenn man jetzt mal Thomas guckt, man sieht, er ist ultra vorsichtig, wie er jetzt einfach abfährt. Vor allem, wenn man gleich Sebi sieht, der da dann die Kurve an uns, oder wo Sebi uns mit dem Motorrad in der rechts in der Innenkurve überholt. So, jetzt komm, erzähl uns was zwischen den Zwischenzeiten. Genau, während wir die Bilder genießen von der Abfahrt, gucken wir auf den Zwischenstand der ersten Runde von den Männern. Ceccarelli war vorneweg. Den haben wir leider auch nicht in den Bildern eingefangen, weil Nick wieder eher bei den Gruppen waren. Der hat sich tatsächlich auf und davon gemacht. Der hatte da zu dem Zeitpunkt noch eine kleine Lücke, war aber alleine unterwegs mit 10 Sekunden Vorsprung auf die Gruppe mit Hemerick, Rädert, Böcherer, Funk, Dapena, Molinari, die sich da irgendwie zusammengerottet hatten. Aber Fred, gleich das hier als Frage an dich. Wieso konntet ihr da nicht mitfahren hinterm Ceccarelli? Weil aus der 10-Sekunden-Lücke ist ja immer noch mehr geworden, dazu dann gleich mehr. Sebi zu dem Zeitpunkt auf Platz 18 mit 3 Minuten 10 Rückstand auf Ceccarelli eben. Und das heißt, er hat nach dem Schwimmen noch einen Ticken mehr Zeit verloren auf der Passage vom Radfahren. Ich würde direkt auch noch den Zwischenstand von den Frauen machen, weil da kannst du ja gleich noch irgendwie was dazu sagen zu den Bildern. Genau. Da war der Zwischenstand nach der ersten Runde Sarissa de Vries vorne, 12 Sekunden zu der Zeit, noch relativ überschaubar der Vorsprung auf India Lee. Das war jetzt übrigens Sebi, der da vorbeigeschossen ist. Genau, das habe ich jetzt nicht bekommen, weil ich hier auf die Zeiten blicke. Die Britin India Lee, die war 2016 ITU-Europameisterin, das muss ich auch erstmal nachgucken, hat auch schon ITU-Weltcup gewonnen. Auf Platz 3 war Sané Ilaria aus Italien, 2,30 zurück. Caro Leri da zu der Zeit auf Platz 5 mit 4,20 Rückstand, hat also ein bisschen Zeit verloren nach dem Schwimmen und war nach der ersten Runde auf dem Rad zusammen mit Lena Berlinger unterwegs, die hatten wir in der Wechselzone ja gesehen. Laura Zimmermann auf Platz 12 hat sich da ein bisschen verbessert, aber der Rückstand ist etwas größer geworden mit 8 Minuten 20 zu der Zeit. Und jetzt sind wir zurück auf dem Rad, schon wieder bei den Männern, Nick. Erklär das doch bitte mal. Ja, schon wieder bei den Männern, das ist ja immer noch die erste Runde und ich habe die erste Runde genutzt bei den Männern, um gute Bilder zu kriegen, weil auf den ganzen Straßen, die wir jetzt sehen, sind nachher einmal auf der Fahrtrichtung der Profis Age-Gruppe unterwegs und auf der Gegenfahrrichtung ebenso oder die Profis, die weiter zurückliegen. Sprich, es wurde wieder so voll wie in Gran Canaria. Zum Glück nicht auf allen Streckenabschnitten. Also es gab hier immer so einen kleinen Schlenker, der nur einseitig befahren worden ist. Und auf dem habe ich mich dann nachher aufgehalten, um noch vernünftig filmen zu können. Und habe dann da auch nochmal die Mädels gefilmt. Genau, da sind wir nach Sebi. Das war der Wendepunkt. Wieder nach vorne gefahren. Das ist jetzt wieder hier die Gruppe. Um die Firepower Group, also um Hemerick, Rählert, Böcherer, Fred Funk, Dapena und Molinari und Ceccarelli. Keiner kann den Namen so schön aussprechen wie Frederik Funk. Ich würde die Frage jetzt gerne an ihn stellen. Wie konnte das passieren, dass der euch wegfährt? Ja, das war am Berg, ist er, glaube ich, weggefahren. Also ich war zu dem Zeitpunkt hinteren Teil der Gruppe und muss auch sagen, fand es schon ziemlich anstrengend, da mitzufahren, weil irgendwie alle den Berg einfach so richtig hochgehämmert sind und er ist da daneben weggefahren und kann auch sehr, sehr gut bergab fahren, genauso wie Molinari und hat dann da wahrscheinlich seinen Vorsprung ein bisschen ausgebaut und ich glaube dann war keiner interessiert, da die Nachführarbeit zu machen. Vielleicht auch, weil Ceccarelli in Gran Canaria noch einen sehr schlechten Lauftag hatte. Hat vielleicht niemand gedacht, dass er dann, oder jeder hat gedacht, er wird sowieso eingeholt beim Laufen. Und so richtig weggekommen ist am Anfang eigentlich auch nicht. Und ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann meine Nutrition-Flasche auch verloren bei einem Schlagloch. Weshalb ich dann auch nur hinten in der Gruppe fahre und versuche da sehr konservativ zu fahren, natürlich so gut es geht mit dem erlaubten Abstand, um nicht komplett hochzugehen, obwohl das eigentlich nicht meine Art ist zu racen, hinten in der Gruppe. Aber du hattest jetzt zu dem Zeitpunkt gar nichts mehr, ne? Also du hast kein Wasser mehr gehabt, du hast kein Nutrition Gel, was hattest du in der Flasche? Kannst du gleich nochmal kurz sagen. Und du hast auch nicht, jetzt kommen wir nämlich vorbei an dieser Nutrition-Stelle, da hättest du ja versuchen können, irgendwie dir eine Flasche zu grabben oder so im Vorbeifahren, oder war da Anweisung, man muss anhalten? Ja, also wie man sieht, stehen die Flaschen da nur rum, also ja, man hätte schon während dem Fahren machen können. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich vorne noch ein bisschen was in meiner Aero-Flasche vorne am Lenker.
Und ja, in der zweiten Runde war es dann so, dass es dann nicht, da habe ich, mir gedacht habe, brauche ich da nicht anhalten, soweit ist es jetzt auch nicht mehr zum Laufen, aber ja. Kann dann doch nochmal relativ lang werden. Ja, ich weiß auch nicht, ob es, da war halt auch nur Wasser. Wenn da jetzt vielleicht ISO gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch in der ersten Runde dann schon angehalten, aber nur für Wasser habe ich gedacht, das halte ich noch durch. Ja, wir bremsen nicht für Wasser. Hier wird nicht für Wasser angehalten, ja. Interessant, das einmal so ein bisschen aus erster Hand mitzukriegen, sonst hört man ja immer nur, ja, scheiße, Nutrition verloren, und manchmal sieht man es irgendwie, dass wer anhält und kurz umdreht und sich die, hat man es bei Sebi, glaube ich, mal so gesehen. Ja, okay, bergab, dann ist das Ding weg. weil das ist ja jetzt echt noch die erste Runde, auf der wir sind, und noch nicht mal irgendwie, dass die fertig ist, sondern da sind wir auf dieser Extra-Loop, die noch gefahren wird. Sprich, es waren noch um die 40 Kilometer oder über 40 Kilometer zu fahren und du hast fast keine Nutrition mehr. Mutig. Da haben wir gerade Micha Rädert gesehen an dritter Stelle in der Gruppe und Peter Emmerich schießt an die Böcherer vorbei. Also da war schon munteres Abwechseln vorne angesagt, so wie das aussieht. Aber auch als Peter den Überholvorgang gemacht hat, war immer so ein Bump am Lenker zu sehen. War Peter irgendwie auf dem Rad besonders agil, weil der hat schon wieder, auch das sei vorweggegriffen, einen schweren Lauftag erwischt. Und das ist ja eigentlich einer, der sowohl beim Laufen richtiges Pfund drauf hat, als auch beim Radfahren. Und das aber in den letzten Rennen eben nicht zeigen konnte. War der irgendwie so unterwegs, dass du sagen würdest, er hat sich da auch komplett abgeschossen? Oder? Ich muss mal eben kurz unterbrechen. Was man jetzt hier sieht, ist nämlich, dass es in der Gruppe immer hin und her ging, aber das kann Fred gleich auch nochmal sagen. Jetzt hat hier Molinari gerade so eine Attacke gesetzt. Und immer, wenn ich hinten drin war, es war gefühlt, bin ich kurz zu einer anderen Gruppe, kam wieder und die Gruppe war komplett umgesplittet. Also Freddy vorne, Freddy hinten, Andi in der Mitte, vorne. Also es ist so, es war immer wer anders, der aufs Gas gedrückt hat. Und ich schwenke jetzt, glaube ich nochmal links rum. Und der Molinari hat da jetzt echt versucht, so eine Attacke zu setzen und hat ein paar Meter. Also da war richtig Zug drin, gerade zu dem Zeitpunkt. Ja, da hat er auch, glaube ich, wirklich probiert zu attackieren. Also da sind die Watt dann schon mal für eine kurze Zeit deutlich hochgegangen, aber irgendwann hat er dann gemerkt, dass er einfach nicht wegkommt und hat es dann aufgegeben. War das jetzt gerade der Punkt, wo ihr auf die Runde wieder gekommen seid? Man hat dann oben gesehen, dass Age-Trooper reinfahren, sieht er jetzt auch hier, dass es ein bisschen voller wurde. Wie war das dann für euch? Ich meine, vorher hattet ihr freie Fahrt und jetzt sieht es so ein bisschen nach mehr Konzentrationsarbeit aus, oder ist das irgendwie im Rennen, spielt das keine Rolle? Ja, also es wird dann schon sehr voll. Man ist eigentlich die ganze Zeit, wie man hier sieht, auf der Überholspur. Später wurde dann in unserer Gruppe dann auch das Tempo deutlich reduziert und dann wurde es teilweise auch richtig anstrengend, weil die Age-Grouper oder teilweise Age-Grouper bei uns in der Gruppe mitgefahren sind und uns wieder zurück überholt haben. Und ja, dementsprechend war es dann teilweise schon ein bisschen nervig, aber noch nicht ganz so schlimm wie in Gran Canaria. Ja, das war auch für mich der Grund, weil das war jetzt immer noch mit den Age-Group, was wir eben gesehen haben. Also jetzt gehen wir gerade die Frauen hier, die Gruppe um Caro Leri da. Da ist es so gewesen, alle Age-Grouper noch in eine Richtung unterwegs und genau an dem Punkt, wo ich gerade umgedreht habe und Caro quasi mir geschnappt habe, um sie zu filmen, da ist es dann einspurig geworden, plus Age-Grouper. Also da hatten wir wieder genau das gleiche Szenario wie in Gran Canaria und ich bin auch dann mit dem Motorrad gar nicht mehr reingefahren, weil auch in Gran Canaria, das habe ich im Video auch schon gesagt, war es mir teilweise auch so ein bisschen zu gefährlich. Und ich habe es eben auch schon mal zu Bocky gesagt, wenn da auf dem Motorrad einer sitzt, Foto oder Videos macht, der nicht irgendwie Rad fährt oder sich mit Triathlon auskennt, weil diese Motorradfahrer, das sind auf jeden Fall keine Leute, die das häufiger machen, da kam es schon echt zu vielen gefährlichen Situationen. Nimmt man das so auf dem Rad auch wahr? Nehmt ihr das wahr als Profis, dass es manchmal eng wird? Oder irgendwie bist du so fokussiert, dass es da einfach Vollgas geradeaus wird? Ja, teilweise wird es schon eng und man muss dann auf die Gegenfahrbahn ausweichen, vor allem wenn dann natürlich irgendwelche drei- oder sogar vierfach Überholvorgänge stattfinden. Also ja, und vor allem wenn dann auch noch irgendwo ein Motorrad unterwegs ist, dann ist schon eng teilweise. Während ihr noch so ein bisschen über generelle Themen sprecht, habe ich kurz nachgeguckt, mit wem Caro auf dem Rad unterwegs war. Das waren nämlich die Jule Imolo und die Sane Ilaria, aber
Caro von vorne, das hat sie auch später im Ziel gesagt, oder sie ist jetzt nicht irgendwie die Athletin, die da auf Taktik achtet, sondern eher von vorne fährt, ihr Ding fährt und der das jetzt egal ist, ob sie andere Athleten hinter sich her schleift über die Strecke oder nicht. Ist, glaube ich, auch so das, womit man gar nicht so schlecht fährt, weil du begibst dich halt nicht in die Gefahr, dass man irgendwie Ziehharmonika-Effekt hat, man überzieht nicht und fährt dann wieder langsamer und dann wieder schnell und hat irgendwie wechselseitige Belastungen und irgendwie so Spitzen, die man nachher nicht verkraftet. Wie unrhythmisch ist das in so einer Gruppe und wie ist der Vorteil, wenn du halt die ganze Zeit von vorne fährst und eigentlich auch deinen Stiefel fahren kannst? Ja, also hinten fahren hat auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Vorteil ist halt bei 10-Meter-Regel, wie wir es hier in dem Rennen leider haben. Also es muss auf jeden Fall auch eine 20-Meter-Regel her, vor allem bei solchen Strecken. Spart man natürlich Haufen an Energie. Also wenn es flach ist, dann kann man da teilweise, wenn es eine große Gruppe ist, fast 100 Watt weniger fahren als der vorne. Aber klar, dementsprechend ist halt, wenn es kurvig ist, deutlich unrhythmischer. Und also diesen Ziehharmonika-Effekt, genau, dass dann irgendwie vorne der schnell um die Kurve rumschießt, dahinter muss jeder mehr bremsen und das staut sich dann auf und der Letzte muss halt am härtesten antreten, um dann den Anschluss nicht zu verlieren. Nochmal kurz zur Einordnung zum Frauenrennen, was wir hier jetzt die ganze Zeit sehen. Ich konnte leider nicht alle filmen, weil die ersten Frauen mir durchgegangen sind, was dann immer noch Sarissa de Vries war auf der Runde mit oder vor Lee India und der Zahne Ilaria. War Caro jetzt eben mit der Platz 5, 6, 7 Gruppe unterwegs und dahinter sieht man, oder wird auch gleich eingeblendet, ganz kurz dahinter, also es waren 30 oder 40 Sekunden, kam dann noch die Gruppe um Lena Berlinger und die hatte auch noch zwei oder drei Mädels, glaube ich, im Schlepptau. Die haben wir jetzt wahrscheinlich nicht so schnell irgendwo auf dem Tableau hier, aber ja, das zum Frauenrennen, dass wir es auch mal einordnen können. Also wir sehen hier gerade Platz 5 bis 7 und Caro, Vollgas, vorne weg. Hast du noch zugeordnet, wo das ungefähr war im Frauenrennen, wo die jetzt lagen? Das ist die erste Runde, kurz bevor es auch für die Mädels wieder auf die Runde mit den Age-Groupern geht. Also genau das, wo wir eben drüber gesprochen haben, wo die Jungs in die Age-Grouper gefahren sind. Also da kommt, das war der gleiche Zeitpunkt, wo Peter Hemerick eingeblendet war und Molinari die Attacke gesetzt hat. Das heißt, zweite Runde, das ist dann auch irgendwie das, wo es dann hinten raus mal gerne zäh wird, wo die Beine dann vielleicht auch schwerer werden als auf der ersten Runde. Ist das hier eine Strecke, wo man sich auf der ersten Runde übernehmen kann oder ist sie dafür, würdest du sagen, zu einfach eigentlich? Nee, man kann sich absolut übernehmen. Also vor allem, weil man halt auch irgendwie, außer das Bergabstück von diesem Berg, kann man eigentlich alles treten und es ist ja auch zum Berg ja so ein langer Zubringer, der schon so leicht bergauf geht und auf dem Rückweg eben wieder leicht bergab. Auch da kann man schon auch richtig reindrücken. Das heißt, ja, also es kann da schon auch hinten raus schwer werden. Vor allem, weil dann auch noch so teilweise kurze, richtige Stiche kommen. So ein kleiner Hügel mit fast 20%. Da muss man ja dann nochmal richtig reintreten und das kostet halt auch nochmal richtig Kraft. Genau, jetzt sehen wir hier die Gruppe um Lena Berlinger, die dann auch alles von vorne gefahren ist, zumindest was ich gesehen habe, um irgendwie den Anschluss an Caro zu halten. Ich gucke gerade mal ein bisschen genauer hin, weil da ist bei der Lena noch alles heile. Die hat sich später beim Radfahren nämlich noch abgelegt, hat sie selber gesagt, war ein technischer Fehler von ihr. Das Zielinterview ist ja online oder heute Abend dann online, kann man sich dann noch angucken, da erklärt sie das. Irgendwie ein Fauxpas, ich glaube in so einer Kombination aus Kurve und Kreisverkehr. Ist sie weggerutscht, war dann aber auch nur oberflächlich und da hat sie auch gesagt, ja, so ein bisschen Adrenalinkick, der setzt dann auch irgendwie nochmal extra Energie frei, das hat dann nicht geschadet, hat sie gesagt, sie hat nicht allzu viel Zeit verloren und meinte dann, ja, hat vielleicht gar nicht geschadet, dass ich mich dann mal kurz abgelegt habe. Ja, auch mal eine neue Art im Rennen, wenn man sagt, so, ja, dass ich mich jetzt hier hingelegt habe, ist ja gar nicht so schlimm. Eben, man muss einfach die positiven Dinge sehen. Sie ist aber mit Caro, glaube ich, aus dem Wasser gegangen oder auf die Radstrecke, ne? Da war ein kleiner Gap, das war jetzt im Video, sah das so aus, weil das so gecuttet war. Aber da war ein kleiner Gap dazwischen. Und wir waren ja dann auch teilweise beim Radfahren noch gemeinsam unterwegs, aber das hat sich dann ja so aufgeteilt, dass Caro dann irgendwann sich vorne abgesetzt hat von der Gruppe mit Lena und dann irgendwie eben um Platz 3, 4, 5 rumgefahren ist und dann eben später
Jetzt stecken wir ein bisschen in der Misere, denn wir kennen das Rennen, wir wissen, wie es ausgeht. Auf jeden Fall ist Caro dann auch... Wir dürfen nichts verraten, wir dürfen hier nichts verraten heute. Das ist schwieriger als beim letzten Mal. Ich wollte auch nur ans Ende vom Radfahren springen, aber das mache ich jetzt nicht. Aber können wir gleich schon, weil jetzt geht's los, dass wir zweite Runde wieder an der Stelle sind, wo wir eben Caro eingesammelt haben. Hier mit Andi Böcherer, der den kleinen Gegenhang hochsprintet und... Da habe ich gleich nochmal, sobald er eingeblendet ist, eine Frage an unseren Co-Kommentatoren hier, der seine Nutrition verloren hat, nichts mehr zu trinken hat, aber ab diesem Zeitpunkt bis ins Ziel die Gruppe angeführt hat und den Motortrain gespielt hat. Also was war die Überlegung? Hast du einfach die Schnauze voll gehabt von hinten fahren und weil... Du hast ja eben schon gesagt, das ist nicht meine Art zu racen. Hast du gesagt, ach fuck it, ich spanne mich jetzt voll in den Karren und gebe Gas? Ganz klassische Frage, was geht da in einem vor? Ja, ich habe meine Nutrition ungefähr nach 30 Kilometer verloren, bin dann ab da wirklich bis Kilometer 70, 75 hinten gefahren und habe ein absolut schlechtes Gewissen gehabt, muss ich zugeben. Und deswegen habe ich gedacht, komm, jetzt hier die letzten 15 Kilometer kannst du jetzt auch mal hier ein bisschen Führungsarbeit machen. Ich habe es nicht übertrieben vorne, also ich habe jetzt hier keine Leistung gebracht, die irgendwie eine Lücke zu Ceccarelli wieder zumacht, aber zumindest mal ein bisschen geholfen. Das ist jetzt schon der Rückweg für euch, ne? Ja, Fred hat ja gerade erklärt, er hat sich die Beine locker gefahren fürs Laufen. Ich würde an der Stelle nochmal kurz den Zwischenstand durchgeben nach der zweiten Runde von den Männern. Ceccarelli war dann auf und davon, 55 Sekunden zu der Zeit. Die Gruppe dahinter mit Hemerick, Rädert, Böcherer und Funk hatte so zu der Zeit ein kleines Gap von ungefähr 10 Sekunden auf Dapena und Molinari, war aber dann irgendwie nicht der Rede wert, das hat sich dann auch wieder schnell egalisiert. Und Kienle war auf Platz 15 hinter Thomas Steger, die aber zusammen unterwegs waren mit Rüdi Wild. 3 Minuten 40 Rückstand auf Ceccarelli und 2 Minuten 45 auf die Verfolgergruppe. Auch da ist der Rückstand von Sebi auf den Führenden nochmal etwas größer geworden. Also wie auch immer, der Ceccarelli hat da ein bumsstarkes Rennen auf dem Rad gezeigt, auf jeden Fall. Ja, ganz alleine da vorne. Ich meine, guck dir mal die Gruppe an, was da für Radfeuerpower mit dabei ist. Mit Molinari, Fred Funk, Andi Böcherer. Dapena zähle ich jetzt nicht mit rein, der war halt auch immer so maximal bis in der Mitte vorne. Ja, der hat es durchgezogen, 90 Kilometer ganz hinten zu fahren, ohne schlechtes Gewissen wahrscheinlich. Ich will gerade noch ganz kurz, bevor wir jetzt ans Ende vom Radfahren kommen, auch die Zwischenstände von den Frauen bei der zweiten Runde durchgeben. Da hat Sarissa de Vries sich größer abgesetzt, 2 Minuten 20 Vorsprung auf India Lee. Auf Platz 2 ausgebaut, Sahne Ilaria auf 3 zu der Zeit und Caro war Fünfte mit einem halben Vorsprung auf Lena Berlinger. Das heißt, sie haben sich immer so in einem Dunstkreis auf jeden Fall bewegt. Und jetzt sind wir wieder zurück bei den Männern an der Küstenstraße, das heißt allerletzte Kilometer und zack, sind wir in der Wechselzone. Da sieht man den Wechsel von, wie heißt der nochmal, du kannst es so schön aussprechen? Ceccarelli. Der hier 55 Sekunden Vorsprung hatte und dann natürlich dementsprechend als Erster auf die Laufstrecke gegangen ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gedacht, es ist ähnlich wie in Gran Canaria, den haben sie wahrscheinlich schnell wieder. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend, kann man schon mal vorwegnehmen hier. Ja, die Zwischenzeiten kommen, wenn die anderen aus der Wechselzone raus sind. Du hast noch kurz Zeit. Ich mache mich schon mal auf den langen Weg zum Bildschirm. Ja, Bocky geht schon mal zum Bildschirm. Hier, Fred Funk als Erster hat sich die Beine locker gefahren, die letzten 15 Kilometer den Zug angeführt. Molinari, Böcherer, Michi Rählert auch noch in the Mix dabei. Dann Dapena, Hemerick und dann geht's mit der Gruppe in die Wechsel. Eigentlich schon eine richtig geile Gruppe gewesen, ey. Das war schon richtig Qualität, die da unterwegs gewesen ist. Jetzt gucken wir mal, wer am schnellsten Wechsel. Das ist hier auch alles ungefähr zeitgleich, bis auf Andi und Dapena, der so ein bisschen, die sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Freddy, Funk, Hemerick. Genau. Ist das jetzt so als Young Gun im Umfeld? Kannst du gleich fragen, nachdem, wenn es beim Laufen ist. Wir haben ja jetzt noch den Wechsel von Sebi. Da warst du nochmal ganz nah dran, dass wir uns den Wechsel nochmal auch richtig gut angucken. Da kommt er, Bocky ins Bild und zack, umschalten einmal bitte. Ja, da sind wir. Live dabei beim Wechsel von Sebi Kienle. Da kennt er nichts, ne? Mit der Kamera hautnah dabei. Den genießen wir. Zack, zack, zack. Da sitzt auch einfach jeder Handgriff dann, ne? Füße werden abgeputzt, kein Steinchen drin. Ja. Hat sie wieder schlechte Erfahrung? Ah, nee, es war, glaube ich, nach dem Schwimmen, wo mal eine Scherbe getreten ist in Frankfurt.
Genau, war in Frankfurt die Scherbe nach dem Schwimmausstieg. Und da geht er auf die Laufstrecke mit Thomas Steger zusammen. Das heißt, Platz 14 und 15 machen sich jetzt hier auf den Weg. Und dann kommen jetzt auch die Zwischenzeiten. Und dann möchte ich bitte noch endlich meine Frage an Freddy stellen. Darfst du danach, wenn du die Zwischenzeiten vorgelesen hast. Cecharelli auf Platz 1, dich gefolgt von Michael Reddert, Frederik Funk zuletzt halt auf Platz 3, Peter Hemrick auf 4, Andi Böcherer auf 3, Giulio Molinari, Pablo Dapena, Lukas Kutscher, William Mennison und Gregory Barnaby auf 10 und dann auf Platz 14 Sebastian Kiene, auf Platz 15 oder Platz 13 davor oder danach Thomas Steger, Julian Erhardt auf Platz 16 und Per van Flerken auf Platz 20. Und jetzt stell die Frage. Stell sie. Frage an Fred. Du bist da als Young Gun in so einem Feld unterwegs mit irgendwie nur großen Namen. Wenn man sich im Triathlon auskennt, dann weiß man auch, was die Jungs in ihrer Karriere erreicht haben. Denkt man in dem Rennen da dran, boah, ich laufe hier mit einem Reddert, boah, ich laufe hier mit einem Kiene durch die Gegend, oder ist es so, dass du sagst, nee, ich bin ja einer von denen, so, ich bin ja einer von den Großen, oder wie ist dein Verhältnis? Ist man da noch Fan? Jetzt ist ganz kurz der Blick hier auf die Frauen, das können wir vielleicht uns einfach so anschauen, wenn Fred die Frage beantwortet, sonst müssen wir das noch ein drittes Mal angreifen. Fan bin ich ja auf jeden Fall noch, aber im Rennen denke ich da absolut nicht über mein Alter oder das Alter der anderen nach und ich meine, ich starte die Rennen und will auch gegen solche Namen konkurrenzfähig sein und dementsprechend spielt das Alter da also im Rennen absolut keine Rolle. Sehr gut, da können wir uns jetzt doch noch den Wechsel angucken von Carol Erida. Was sagt man dazu? Sie setzt sich hin. Ja, auch eine Taktik, auch clever. Ja, da gehen die Socken einfach schneller an. Ich glaube, das mag irgendwie so sein, guck mal, die setzt sich hin. Ist es aber, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich eine relativ clevere Geschichte, weil du kannst einfach die Handgriffe viel kontrollierter durchführen und bist in der Wechselzeit am Ende schneller als das, was Sebi da gemacht hat. Ich habe es jetzt nicht rausgestoppt, aber Caro hat richtig, richtig schnell gewechselt. Sehe ich genauso. Und wieder dein Einsatz? Sarissa de Vries mit einem Vorsprung von 4 Minuten 24 auf Lee India auf 2. Dann einen Vorsprung von 8 Minuten 24 auf Platz 3, Julie Imolo. Dann Caro auf Platz 4 mit knapp 9 Minuten zurück, Lena Berlinger auf Platz 5 und Laura Zimmermann zu der Zeit auf Platz 9 mit 14,48 Rückstand, aber in den Top 10. Und da hat sich auch noch mal einiges getan, weil das Rennen wurde bei den Frauen beim Laufen jetzt noch mal richtig spannend. Also Platz 1 und 2 sieht man ja auch beim Blick da aufs Tableau, das war eine relativ klare Angelegenheit. Aber alles, was um Platz 3, 4, 5 passiert ist, das wurde bei den Frauen richtig interessant und abwechslungsreich. Und bei den Männern nicht weniger. Das sieht man gleich, wenn wir uns hier wieder das Bild umschwenken und die ersten Laufmeter der Männer nochmal sehen, wie geil nah das alles zusammen war. Jetzt sehen wir nochmal Sarissa de Vries, wie sie aus der Wechselzone läuft. Die hat da richtig einen auf dem Rad in den Asphalt gebrannt. Das war ein richtig einsamer Tag. Ja, das war ein richtig. Ich meine, das hat sie wahrscheinlich gefreut, dass es ein einsamer Tag war, aber die war auf jeden Fall alleine unterwegs. Hier Platz 2. Lee India, genau. Auch Julian Erhardt geht auf die zweite Laufrunde und Lee India startet nimmt ihren die Verfolgung auf. Lauf. Können wir dann, wo wir beim Laufstart sind, auch kurz darüber sprechen, 4 Runden, Halbmarathon insgesamt, ziemlich genau, mit den 21,2 Kilometern, du hast es mitgestoppt. Beim Radfahren hast du uns die Strecke erklärt, dann erklär uns doch auch jetzt mal, was das hier... Nur kurz, noch ein vorweg, bevor Fred es jetzt erklärt. Ein Shot ist das Ganze, wie nah die alle beieinander sind nach der ersten Runde. Ja, die Laufstrecke, also man ist erstmal so einen 1,5 Kilometer gelaufen, bis man dann am Ziel vorbei ist. Und ab da waren es dann quasi 4 Runden, bis man wieder am Ziel ist. Einfach nur hin und her auf der großen Straße zurück mit Einwendepunkt ganz hinten, dann Einwendepunkt da, wo jetzt der Pena gerade rechts abbiegt und dann nochmal Einwendepunkt quasi, dann wenn man da wieder zurückkommt und wieder rechts. Das heißt ganz flach, technisch anspruchsvoll, höchstens durch die Wendepunkte, aber ansonsten ein richtiger Highspeed-Kurs, bester Asphalt, gefühlt jeder mit Carbon-Schuhen unterwegs und ich glaube, das ist dann bei so einer Strecke auch eher ein Nachteil, wenn man den nicht hat. Andi Böcherer hat da gezweifelt und hat gesagt, ich glaube, ich war heute der Einzige hier ohne Carbon-Schuhe. Da haben wir gesagt, ja, überleg dir vielleicht mal, welche anzuschaffen. Also hier Molinari, Cicciarelli vorneweg, Dapena auf 2, Molinari, Peter Hemmerich auf 4
Es ist immer noch ein ungeschnittenes Bild. Es ist ein ungeschnittenes Bild. So nah ist das Ganze zusammen. Ich zoome ein bisschen rein und raus und das war's. Michi Rehlert, Fred Funk dahinter. Und dann da noch ein Stück weiter hinten rechts ist dann müsste Andi Böcherer sein. Müsste Andi Böcherer sein. Oder ist das schon Thomas Steger? Ich glaube, das ist schon Thomas Steger, der schon nach vorne gesprintet ist. Also der hat irgendwo heute Laufbeine gefunden, die von Speedy Gonzales irgendwo verkauft worden sind. Ja, muss so gewesen sein. Auf jeden Fall ist der über die Strecke geflogen. Mit dem ersten Meter wurde er aus der Wechselzone. Ja, da ist er schon. Ist guck, hat einen Andi, genau, hat einen Andi schon kassiert. Und auch als man das an der Strecke gesehen hat, wie der gelaufen ist, hat man irgendwie gedacht, so, der läuft viel zu schnell. So, das sah so unkontrolliert schnell aus. Also es war so schnell, dass man gedacht hat, das kann beim besten Willen nicht gut gehen. Jetzt war aber ein Schnitt, Andi war vorbei und das aber ist der Blick auf Sebi. Der Schnitt, muss man auch sagen, der wäre auch nicht nötig gewesen, weil Sebi kam da schon hinten unter der Brücke raus. Der ist nämlich heute auch verdammt schnell gelaufen, wie man jetzt auch sieht. Das sieht richtig, richtig gut aus und wurde im Verlauf des Laufens auch nicht schlechter. Fred, im Verlauf des Laufens nicht schlechter geworden. Wie ist es dir ergangen auf dem Halbmarathon? Wie ging es mit Beine locker fahren und verlorener Nutrition? Ja, ich war dann dementsprechend zu Beginn des Laufens dann sehr leer schon und dehydriert. Hab da versucht, da bei der Verpflegungsstation und bei der anderen Verpflegungsstation hinten, versucht es irgendwie wieder so, das Defizit wieder reinzuholen. Aber das, dadurch, dass man irgendwie trotzdem noch am Limit unterwegs ist, verbrennt man da direkt wieder jegliche Kohlenhydrate, die man zu sich nimmt und kann da kein Defizit irgendwie aufholen. Ja, und dann habe ich beim Laufen nur noch das Beste draus gemacht. In der Zwischenzeit haben wir hier gesehen den ersten Führungswechsel, nämlich Ceccarelli war jetzt nur noch auf Platz 2 und davor kam der wieselige Spanier, Pablo Lapena, nämlich durch die Verpflegung geflitzt. Und Juli Molinari auf 3, Peter Hemerick dahinter. Und dann, wer kommt da? Thomas Steger, Speedy Gonzales, so nenne ich ihn jetzt noch. Der grüne Teufel, guck dir das an. Unfassbar. Das war Wahnsinn. Der aber auch hier jedes Gel und jede Wasserflasche, die er greifen konnte, mitgenommen hat. Michi Rehlert, kurz danach müsstest dann du kommen, Fred. Und da sieht man es, glaube ich, auch genau das, was du gerade angesprochen hast. Nicht an der Verpflegungsstelle noch nicht, sondern ich glaube, eine Runde später hast du dir noch irgendwie 2 Gels eingesteckt oder 3. Ich glaube, in der Runde, wenn ich mich richtig erinnere, nur... Intravenös? Nur ein Wässerchen hat er hier genommen. Hat er an der Bar nur das Wässerchen genommen und genau. Hast gehofft, das reicht noch. Auch Carbs, oder? Ja, da geben wir dir nochmal eine Nachhilfestunde. Aber ist vorbei, Andi Böcherer kommt hinterher. Der hat sich auch ein Wasser geschnappt, um sich abzukühlen. Ich muss aber sagen, so die Abkühlung war jetzt heute nicht so richtig nötig. Wetter war zwar Bombe, die Luft stand da auch, da war jetzt nicht so viel Wind, der gekühlt hat, aber Temperaturen waren jetzt nicht vergleichbar mit Gran Canaria, wo ich es sehr, sehr heiß fand. Irgendwie, da waren es um die 29 Grad. Jetzt heute waren es kurz, vielleicht... Kurz zur Einordnung, ich gucke hier gerade so nach links und sehe so Niklas Bock mit einem knallroten Nacken und Gesicht. Ein Sonnenbrand kannst du auch im Skiurlaub bekommen. Also dass wenn ein Sonnenbrand bekommen, sagt nichts darüber aus, ob es jetzt heiß war oder nicht. Also ich fand, das waren optimale Wettkampfbedingungen. Okay, was sagt denn der Weg? Aber jetzt kurz hier die Frauen, Sarissa de Vries immer nach vorne, Platz 2. Auch in der Liga unverändert. Da hat sich auch... Komm, fragen Freddy schnell was. Ich darf ja nicht sagen. Da hat sich in dieser Runde auch nichts dran geändert. Jetzt habe ich aber vergessen, was ich fragen wollte. Das Wetter, genau. Einschätzung, Wetter. Was sagst du, der wirklich bei dem Wetter geraced ist? Also, ich finde, für optimale Rennbedingungen hätte es schon ein bisschen kälter sein können. Also, ich fand es beim Radfahren, beim Laufen schon ziemlich warm. Habe da jedes Wasser dann gebraucht, um mich zu kühlen. Und es war allerdings sehr windig. Also hier in die Richtung, wo man die Frauen jetzt laufen sieht, hatte man Rückenwind. Und dann in die andere Richtung ziemlich starken Gegenwind. Das hat es auch nicht wirklich einfach gemacht. Da sehen wir Carol Lehrieder, die zu der Zeit auf Platz 4 unterwegs war. Das heißt... auch hier, genau, das war Platz 4. Und was man aber auch sieht bei der... Ja, ich muss mir schon wieder auf die Zunge beißen. Also ich wollte das gerade wegmoderieren. Ja, hast du das einfach... Moderieren weg. Was man auch hier sieht bei der Verpflegungsstelle, die Flaschen stehen auch einfach nur an der Kante und sind auch zugedreht. Also das heißt, ihr musstet auch immer
selber die Flaschen aufdrehen und konnte dann erst trinken oder die eben über euch gießen. Alles hier natürlich so Corona-konform, wie es nur geht. Was man aber auch sagen muss, ist, was ziemlich angenehm ist, dass hier in Italien das schon wieder so ein bisschen lockerer ist. Also Restaurants und sowas haben auf, also es ist nicht ganz so krass alles wie in Deutschland. Und ein paar Zuschauer waren sogar auch da, aber jetzt natürlich keine großen Massen. Wendepunkt an der Wechselzone, Pablo da Pena geht als erster rum und wer kommt als zweiter darum geschossen? Speedy Gonzales. Der grüne Teufel. Auf welchen Spitznamen einigen wir uns denn jetzt? Ist es Speedy Gonzales oder der grüne Teufel? Mal schauen, wir haben ja noch kurz Zeit, bis es ins Ziel geht, bis dahin schaffen wir es. Platz 3? Ja, Ciccarelli noch. Ja, hätte ich wirklich nicht gedacht. Der also, hat sich relativ lange da das gehalten. Das ist jetzt Runde 2, die wir sehen, oder Ende Runde 2. Und der ist wirklich immer noch richtig gut dabei und läuft auch noch gut. Und Giulio Molinari, genau das Gleiche. Also wie von vornherein schon angekündigt oder wie es eigentlich immer ist, die Italiener performen in Italien. Definitiv. Dann kam Sebi rumgeschossen. Auch ein paar Plätze gut gemacht. Der hat dich, Fred, eingesackt, Andi Böcherer eingesackt und Michi Rehl hat eingesackt. Und nicht nur eingesackt, sondern auch stehen gelassen. Ne? Also der ist da offensichtlich einfach dran vorbei gerannt. Fred, als Sebi dann plötzlich da dich eingeholt hat, was war das für ein Moment? War der irgendwie tatsächlich gefühlt doppelt so schnell bei dir und dann auch dran vorbei? Oder hast du versucht mitzugehen? Oder wie war das? Nee, also ich bin da dann nur noch zu dem Zeitpunkt nur noch mein Tempo gelaufen und habe ja schon vorher einen Wendepunkt gesehen, dass er immer näher kommt und dann ist er irgendwann dann natürlich vorbei und ja, da konnte ich gar nicht mitgehen. Da hast du mir mitgeteilt, dass du Nutrition-Probleme hattest und jetzt sind wir zurück in der Verpflegungsstelle und der grüne Teufel. Okay, du warst jetzt Erster, dann einigen wir uns auf den grünen Teufel. Der grüne Laufteufel. Also Wahnsinnslauf von Thomas Steger, Platz 1 übernommen. Ah, nee, sorry, das ist noch auch Ende Runde 2, die gehen jetzt in die dritte Runde. Pablo da Pena war noch vorne, habe ich nur verpasst. Wir waren zu langsam beim Film. Habe ich verpasst beim Film, genau. Haben wir doch was vorweggenommen, so ein Mist. Oh. Wir werden es nie schaffen, nichts vorwegzunehmen. Also alles beim Alten, Kommando zurück. Der grüne Teufel jagt noch, wird aber gleich in seiner Jagd erfolgreich sein. Also jetzt können wir es auf jeden Fall verraten. Und Sebi Kienle, war noch ein anderer Jäger unterwegs und zwar der hier, noch auf Platz 5 oder 6, hast du mitgesehen? Ich glaube Platz 6 sogar noch, gerade aktuell, wo es jetzt in Runde 3 geht. Und der kam aber so wirklich relativ systematisch näher, kann man sagen. Also das war irgendwie nach der zweiten Runde abzusehen, dass bei Sebi sich da noch was bewegt. Also das war nicht so, dass der so ein Tempo hatte, dass jetzt erkennbar so war, dass es irgendwann langsamer wird oder so, sondern es sah sowas von kontrolliert aus. Also das, was ich gerade bei Thomas Steger gesagt habe, das sah unkontrolliert schnell aus, wo man irgendwie gedacht hat, der geht jeden Moment hoch. War bei Sebi genau das Gegenteil. Wenn wir hier, Fred, jetzt vorbilden. Jetzt an der Bar. Die Gelbar ist eröffnet. Aber ich glaube, du hast. Ich glaube, er hat nochmal eins weggelegt und wieder einen anderen Geschmack genommen. Das ist auch noch wählerisch. War das so oder hast du ein zweites gegriffen? Ich habe es nicht genau gesehen. Nee, ich hatte die Gels, die ich selber dabei hatte. Da hatte ich schon einige mit Koffein und da hatte ich zuerst mit Koffein gegriffen und habe dann gesehen, ich nehme mal das noch ohne Koffein. Ich dachte schon, es ging um den Geschmack. Jetzt hier das Frauenrennen. Sarissa de Vries, das war eine sichere Nummer. Ich glaube, ja. Wir müssen hier nicht lange drum rumreden, dass sie das Ding hier in einer unglaublichen Manier dominiert hat, das Rennen. Von Beginn an, kann man sagen. Da war heute gegen Sarissa de Vries einfach kein Kraut gewachsen. Nee. Überhaupt nicht. Platz 2, Lee India. Alles wie gehabt. Und jetzt passiert es gleich. Da kommt Pablo da Pena, der würdige Spanier. Ab in die letzte Runde. Hier beginnt jetzt Runde 4. Ich stehe genau am Zielkanal. Also Start, Runde 4. Und Pablo da Pena läuft auch noch richtig gut. Mhm. Na, aber dann... Jetzt einer läuft noch ein bisschen besser. Dann kommt er. Nee, der ist einfach geflogen heute. Kam immer näher ran und ich glaube, warten wir es mal ab, wenn sie jetzt umschwenkt. Da kommt Sebi nämlich. Ja. Da hat er auch den Move gemacht und hat sich die beiden Italiener geschnappt: Molinari und Ciccarelli. Ciccarelli. Ich wollte sie nochmal richtig aussprechen lassen.
Genau, also da ist ich enttäuscht. Ich dachte, ich bin fast einen Kilometer hinter Sebi hergerannt, um diese Szene zu nehmen, und jetzt ist sie nicht drin. Die Szene habe ich, also die können wir ja nochmal auf Instagram spielen. Das ist so ein bisschen, wenn man sich die auf Fullscreen anguckt, könnte ich sein, dass der eine oder andere kotzen muss. Würde einem schlecht. Das ist schlimmer als Achterbahnfahren. Also. Ja, auf jeden Fall habe ich vorhin Einsatz gesagt, um das einzufangen. Du kriegst nächstes Mal einen Gimbal und dann kannst du die ganze Strecke mit Sebi Kienle mitlaufen. Da sehen wir ein bisschen die Jagd, weil gerade ist noch, als Sebi vorbeigekommen ist, auch im fast gleichen Moment Karoleri da vorbeigekommen. Und kurz dahinter war noch Lena Berlinger unterwegs. Und das war der Fight bei den Frauen um Platz 3, kann man sagen. Genau. Nee, das war der dann Platz 3, 4, 5. Genau. Also Platz 3, 4, 5. Aktuell Caro noch auf 3. War sie auf 3? Zu der Zeit war Caro schon auf 4. Ah, okay. Lena auf Platz 5. Genau. Genau. Jetzt kommt's nochmal. Sarissa de Vries. Die war 4-5 Minuten weg, ne? Also das war sowas von sicher, genauso wie Platz 2, der war genauso sicher. Und da ist es passiert. Speedy Gonzales hat sich die Führung ergattert. Thomas Steger geht auf die letzte halbe Runde und Pablo da Pena hat auch schon ordentlich Rückstand gehabt. Läuft hier zusammen Per van Flerken, hat sich an die Fersen gehängt und nimmt den Speed nochmal mit. Und auf Platz 3 weiterhin Sebi Kienle, der wirklich auch von Platz 14 bis auf Platz 3 zum jetzigen Zeitpunkt nach vorne gelaufen ist. Also ähnlich starke Laufleistung wie Thomas Steger, nur dass der nochmal 2 Minuten schneller war. Ähnlich starke Laufleistung und wir haben ja, glaube ich, nachher im Ziel nochmal das Tableau dann der Gesamtergebnisse. Hier hat Sebi wahrscheinlich einen Kilometer rausgestoppt oder sowas. Wir können ja nachher mal noch ergänzen, was ein Thomas Steger jetzt für einen Halbmarathon gelaufen ist, um hier das Ding zu gewinnen. Ein Halbmarathon von 1:08. Von 1:08, ja. Das Lauf. Und du hast gesagt, Fred. Fast kein anderer. Und Fred, du hast gesagt, du hattest 22 Kilometer oder 21,8 oder irgendwie sowas? Nee, es war 21,2. Also eigentlich relativ genaue Strecke, was ja für, schon relativ selten ist, muss man sagen. Und Thomas freut sich hier auch richtig. Geiler Zieljubel. Also da ist echt eine Last von ihm abgefallen. Der hat, konnte das yes, und jetzt schaut ihn euch mal an, auf seine Augen. Also der ist komplett am Arsch. Ich glaube, da ging nicht mehr viel. Und der hat sich richtig gepusht, dass er das Ding gewinnt, auf jeden Fall. Genau, dass er das noch abgerissen hat. Mit so einem Rückstand eigentlich auf die Laufstrecke gehen und auch gegen einen Läufer, gegen da Pena. Hut ab. Hut ab. Ich habe gesagt, sicherer Gewinner. Ja, als da Pena dann vorne war, hätte ich auch gesagt, den kriegt heute keiner mehr. Das Ding ist durch. Aber dann war irgendwie tatsächlich ja so nach 2,5, 3 Runden abzusehen, dass der grüne Teufel noch von hinten kommt. Ja. Hast du eigentlich das Rennen noch verfolgt dann von der Strecke oder warst du mit dir selber beschäftigt? Nee, ich habe es natürlich auch immer gesehen an den Wendepunkten, also was da abging vorne. Und ich war mir auch relativ sicher, dass der Pena das gewinnt. Ich meine, er ist ja auch am Ende eine 1:11 gelaufen und Sebi auch 1:11, glaube ich, oder 1:10 sogar. Ich glaube, 1:10 meine ich so. Wir haben jetzt müssen schon mal ganz genau nachrechnen, aber der war auf jeden Fall auch schwer erleichtert, dass der ins Ziel gekommen ist auf dem dritten Platz. Ja, wenn man überlegt, eigentlich genau wie du im Interview gesagt hast, ja immer, wenn du sagst, ja, ich weiß nicht, hast du gute Ränge, Achillessehnenprobleme und 1:10-Rennen, also schon richtig geil. Ich glaube, das hat er auch nicht kommen sehen, also ich glaube, der war froh, dass es so kam und dann hat er sich ja dann auch im After-Race-Interview fast so ein bisschen dafür entschuldigt, dass das so kam. Und jetzt auf Platz 4 Ceccarelli, der ein brutales Rennen gemacht hat, muss man sagen. Ja. Ganz lange vorne irgendwie auf dem Rad alleine unterwegs gewesen, dann glaube ich für ihn einen Überlauf hingelegt hat, der ihm dann auch zum vierten Platz geholfen hat. Und irgendwie hat jeder den Platz, den er heute ins Ziel gebracht hat, auch komplett verdient. Andi Böcherer, Platz 5, auch wieder solides Rennen nach Gran Canaria. Der ist auf jeden Fall back in the mix und ich bin mal gespannt, was da in St. Pölten in 2 Wochen geht. Was geht in St. Pölten in 2 Wochen, Fred?
Ja, da starte ich auch und dann kommt hoffentlich mal alles zusammen, sodass ich meine normale Leistung abrufen kann. Alle guten Dinge sind drei, bekanntermaßen. Mach ein bisschen Carbonpaste an die Verpflegungsbox von außen, an die Radflaschen, dann haften sie vielleicht ein bisschen besser. Und jetzt sehen wir nochmal die Versuche von Triathleten, Alkoholflaschen aufzubekommen. Das ist immer wieder ein Schauspiel, ne? Der Spanier weiß, wie es geht. Sevi kriegt es mit der Routine auch hin. Und am besten finde ich jetzt Thomas' Reaktion. Er fängt einfach an zu schütteln. Hat auch einfach gedauert. So, ja. Und Sevi flüchtet. Ah, schon geil. Aber mal wieder so eine Sektdusche zu sehen, dass das überhaupt möglich ist. Also richtig gut. Und dann, wenn die jetzt da angestoßen haben, kommen wir zum Zieleinlauf der Frauen. Das wird eine Überraschung, wer da jetzt als erstes einläuft. Ich bin schon ganz gespannt. Schätz mal. Ich möchte nach wie vor keine Tipps abgeben. Ja, ich glaube, das können wir jetzt sagen, nachdem wir uns die Männerergebnisse angeguckt haben. Also Thomas Steger gewinnt mit einer Minute 20 Vorsprung vor Pablo Dapena. Sebastian Kiene wird Dritter. Vierter Cecciarelli, fünfter Böchi. Sechster Stan Güstuvers, siebter Gregory Barnaby, siebter Lukas Kutscher, neunter Giulio Molinari, zehnter William Mennison, zehnter Frederik Funk, 21. Per van Vlerken, 26. Julian Erhardt und ich denke, mit Ausnahme von dir, Fred, können wir das so irgendwie stehen lassen. Möchtest du zu deinem Rennen noch was sagen? Hat er ja, glaube ich, schon sehr viel, aber wir lassen ihn nochmal. Als Resümee. So ein Satz. Ja, also ich meine, wer ein ausführlicheres Statement will, kann gerne auf meinen Instagram-Kanal vorbeischauen. Nee, aber performance-technisch war es sogar trotz der Probleme besser als Gran Canaria. Das ist so das Positive, was ich heute mitnehme. Haben wir ja schon gelernt, man muss immer das Positive sehen. Ein Radsturz oder auch ein 11. Platz bei so einem Rennen. Ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Und jetzt Sarissa de Vries, wir können es endlich sagen. Wer hätte es gedacht, dass sie das Ding hier nach Hause bringt. Wie gesagt, ein schwer beeindruckendes Rennen, was sie gezeigt hat. Und wir haben dann ja auch noch ein After-Race-Interview mit ihr gemacht. Super sympathisch. Also wir sind Fans. In Ratingen war sie ja auch schon am Start beim Pushing Limits Race. Dann hat sie in Gran Canaria den zweiten Platz gemacht. Und wir hatten bei beiden Rennen irgendwie keine Gelegenheit, sie mal irgendwie kennenzulernen oder irgendwie mal mit ihr zu sprechen oder so. Das hat sich einfach nicht ergeben. Und heute haben wir dann zuerst ihren Lebensgefährten gefragt, ob das okay ist, dass wir ein Interview auf Deutsch mit ihr führen würden. Der Mann hat gesagt so, ich kann kein Deutsch. Dann habe ich ihm gesagt, ich will auch ein Interview mit einer Frau machen. Und dann hat er gesagt, ja, die kann Deutsch. Und dann haben wir das Interview gekriegt. Und das ist der zweite Platz mit India Lee, die auch ein super starkes Rennen gemacht hat. Auch komplett alleine durchgezogen. Hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm, muss ich wieder mal gestehen, was in letzter Zeit oft passiert ist, dass wir da überrascht worden sind, wo man denkt immer, man kennt doch relativ viele. Das ist definitiv so und ich glaube, das bleibt, oder ich sage mal so, das heißt, ich glaube, ich hoffe, dass das so bleibt, dass man bei den Rennen weiterhin überrascht wird. Und auf Platz 3 Marta Bernardi aus Italien, die auch nach vorne gelaufen ist, einen starken Lauf gemacht hat. Die hat einen starken Lauf hingelegt und die ist, glaube ich, einfach froh, dass sie im Ziel ist. Überschwängliche Freude sieht ein bisschen anders aus. Ganz aber knapp dahinter, am Ende leider. 20 Sekunden oder sowas waren es. Hast du die genauen Zeiten? Wir sehen es ja gleich. Genau, wir gucken es ja gleich. Aber Caro, vierter Platz, auch saustarkes Rennen. Wie gesagt, ganz knapp am Podium vorbei. Vierter Platz, Holzmedaille leider. Aber trotzdem, ich glaube, kann sie zufrieden sein. Und in 2 Wochen steht Tulsa an bei ihr. Da ist sie, glaube ich, fit. Und man sieht das jetzt hier bei Caro oder man hat es auch gerade dann bei Marta Bernardi gesehen oder bei Lina Berlinger. Die laufen, obwohl sie keinen im Nacken haben, halt bis zum Ziel irgendwie gefühlt im Sprint durch und müssen sich dann erstmal erholen. Und vielleicht war deswegen auch die Freude bei Marta Bernardi noch so ein bisschen im Zaun, weil es gab ja immer noch diesen Zeitpuffer von den Wellenstarts. Also so ganz 100%ig wissen konnte man es ja nun mal nicht, aber das sind die Ergebnisse. Sarissa de Vries gewinnt vor India Lee mit 5 Minuten 47 Vorsprung. Marta Bernardi auf Platz 3, Caro Lehrieder wird 4., Lena Berlinger 5., Julie Imolo wird 6., Ilaria Zané 7., Laura Zimmermann 8., hat also auch noch einen Platz gut gemacht beim Laufen. Rachel Botti wird 9. und Gabriele Oppmann wird 10. Ich glaube sogar in dem ersten Profirennen.
Das weiß ich nicht, aber ich sehe gerade, Caro hatte doch eine Minute Rückstand und nicht 20 Sekunden. Das kam mir halt kürzer vor. Ja, danke Fred fürs Mitmoderieren hier noch am späten Abend und damit verabschieden wir uns aus Riccione. Und hören uns, sehen uns wieder in St. Pölten. Ich sag vielen Dank und ja, bis St. Pölten. Boah, was ist